Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir fangen an. Mein Name ist Yin Zhihong, bin chinesische Direktorin des Konfuzius-Instituts an der Freiburg-Universität. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen im Namen des Instituts und unserer Kooperationspartner China Forum Freiburg und Institut für Sinologie Freiburg. Herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung unserer Reihe Freiheit durch Fantasie, chinesische Künstlerinnen im Gespräch, also zum Gespräch zwischen Künstlerin Chen Qingqing und Sinologen Dr. Mark Herrmann unter dem Thema Das Allerzarteste in der Welt, Chen Qingqings Kunst im Geist des Tao. Frau Chen stammt aus Peking und lebt seit 14 Jahren in Songzhuang, übersetzt Songdorf, einem einzigartigen an der Stadt Peking, artigen Ort an der Stadt Peking, wo Zehntausende freiberufliche Künstlerinnen und Künstler leben und Kunst schaffen. Dort hat sie sich ein Museum gebaut und ihm den Namen Miao Huan, also wunderbare Fantasie, gegeben. Frau Chen gehört zur zweiten roten Generation, eine in China populäre Bezeichnung für die Nachfolger der hohen Kader, unter denen viele selber Kader oder Gelehrte oder Geschäftsleute, aber selten Künstler geworden sind. Nach einer glücklichen Kindheit und einer außerordentlich harten Jugend in der Kulturrevolution, in der die Eltern aufgrund von der Verfolgung gestorben sind, hat Frau Chen verschiedene Berufe wie Traktorfahrerin, Lehrling der chinesischen Medizin, Angestellte in einer ausländischen Firma und Geschäftsfrau unter anderem ausgeübt. Sie hat auch ein paar Jahre in Wien gelebt und ist in der Welt viel gereist. Mit etwa 40 Jahren widmete sie sich der Kunst und schafft Installationen mit allen möglichen Materialien. Ihre Kunststücke wurden in vielen nationalen und internationalen Museen ausgestellt. Ihr Hanfseri, Kleidung in der Han-Dynastie, eine Kopie von der Ausgrabung, wurde 2016 zu den 30 einflussreichsten Installationen Chinas gekürt. Ich freue mich, dass wir Herr Dr. Mark Herrmann als Gesprächspartner mit Frau Chen gewinnen konnten. Herr Herrmann studierte Germanistik und Philosophie in Kiel, danach Sinologie in Shanghai und Bonn. 2011 hat er im Fach Sinologie promoviert. Er war mehrere Jahre als Redakteur zweier wissenschaftlicher Zeitschriften und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Abteilung für Sinologie der Universität Bonn tätig. 2012 bis 2017 arbeitete er als DAD-Lektor an der Shanghai Tongji-Universität, und zwar mit Schwerpunkt Übersetzen aus dem Chinesischen ins Deutsche. Seit 2017 ist Herr Herrmann akademischer Rat an der Bonner Sinologie. Herr Dr. Herrmann hat zahlreiche Bücher aus dem Chinesischen übersetzt, vor allem zeitgenössische Romane, unter anderem von A Lai, Bi Fei Yu, Liu Zhenyun, Su Tong, Xu Zicheng und Ye Lianke. Nun möchten wir Ihnen zuerst ein kurzes Video über Chen Qingqing zeigen, anschließend das Gespräch von ihr und Dr. Herrmann. Das Gespräch haben wir vor einer Woche aufgezeichnet, um den Untertitel zuzufügen. Ja. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, wir zeigen jetzt erst noch ein kleines Video von den Kunstgegenständen von Frau Chen und dann kommen wir zum eigentlichen Vortrag. Musik
应该有点自由，你活一辈子，你能够比较随心所欲的活着就好了。我是陈庆庆，做艺术的，我做过很多职业，都做得不错，但是都不过瘾，做了好多年，然后就不想做了，想更自由一些。我没学过绘画，我从开始做艺术就是做装置，在中国现在很多年轻人也非常喜欢装置，也非常接受装置，它是一个必然性。比如说油画、雕塑也有特定的材料，那装置呢就不受任何材料的限制，它所用的这些材料就更现代性，更具有和你的生活接近的这种感觉。我是对材料天生有一种反应嘛，让我觉得很兴奋。40、41吧，开始正式的做艺术。第一个系列是一个叫家的系列，那个家的系列的第一件是一个发光装置，当时就给拿到维也纳那个现代艺术博物馆去了。因为那时候比较动荡嘛，离婚，工作变化比较大，就是有一种漂泊感。工作室只有大概400件，其他那些有的是由画廊卖出去的，也有在博物馆收藏的，也有好多藏家。外界看到的比较多的是我的大量的纤维作品，实际上我的作品是在材料上是无边界的，我几乎是可以用到手边的任何材料做艺术。这个材料它很女性化，但是它的那个女性化呢，不是以往说的那种柔美，它又很有劲儿，弹性很强，它很韧性很强。另外这个材料呢，像人的头发一样永存的，就如果有一天我走了，他们还活着，这个还是让人挺兴奋的。我一直关注这个女性的主题，也关注就是人和人之间的这种交流，这个是我的同窗异梦了，应该也是2011年，到这儿以后做的，都是纤维，但是这可能多加了一些钟的那个弹性更强一些，这个尺寸大一些，好像是2米2吧，还是2米3？同床异梦，你可以想象吗？特别是现代社会，每个人是独立的，你在一张床上，你躺在那儿，你睡着了，但是人和人之间的那个距离，它还是存在的，可能距离还是比较大。我做任何事情是没有那种让自己就特别兴奋。从做艺术开始就有，就一直就有，就好像没有什么阻力，这个是艺术本身带给艺术家的一个东西。20多年了，应该有600-700件作品了吧，工作室只有大概400件，就是还没做够，还有很多要表达的东西，可能最终是失败在体力耗尽的时候。Gut, wir kommen jetzt zum eigentlichen Gespräch und in Anschluss an dieses Gespräch haben Sie dann die Chance, der Künstlerin Frau Chen auch dementsprechend Fragen zu stellen. Sie ist nämlich heute Abend natürlich auch hier. Also dann nachher die Chance nicht verpassen.陈庆庆，你好，很高兴今天有这个机会跟你谈谈你的艺术。好，我也很高兴。第一个问题就是，无论谁看到你的艺术，都会进入一个神奇的世界。在这个世界里，日常生活的规律暂停，一切都有可能。难道一定要保留了一颗童心，
才能享受你的艺术。这是你作为一个艺术家最基本的前提条件。你保留了一颗童心。马老师你好，我也很高兴有机会我们在一起谈一谈我的作品。我希望我能够解释清楚我的想法。我自己觉得做艺术它是一个感性的一个行为方式，它不同于其他的工作，实际上它也可以说不是一个工作，它是一种凭感觉去指使自己行为的一件事情。所以我觉得那么作为孩子来说，他们的这个童心使他们对艺术的感觉更真诚更直观，而且没有受到污染。就是说人在不断成长的过程中，受教育的过程中，他也接受了一些社会规则的条条框框，这个是必然的。但是作为艺术这个门类，它应该是一个没有条条框框的东西，它应该是让人自发的发出它从它的感觉出发做出来的东西，不论是绘画还是装置还是任何形式的艺术。所以这就是艺术的一个特点。大家说我保留了童心，实际上我是因为我可能没有受过学院的艺术教育，也就是说没有受到这些规则的污染，所以我比较相对自由一些。但是我希望很多家长能够意识到这些，因为很多家长他们非常希望他们的孩子成为艺术家，成为画家，成为音乐人，但是他们在希望这个孩子变成这样的人的时候，给了孩子很大的压力和条条框框。那这个事情会让孩子他的那个自然的天性的发挥受到很大的阻碍，甚至是一个相反的作用。你的艺术就像一个孩子带着一双好奇的大眼睛走进这个世界，收集沿途发现的宝物。这是一个没有逻辑也没有道德的梦幻世界，就像在梦境中一样，有些东西也令人有点可怕，比方说人和动物的混合生物。但是总体上我的印象是你的艺术是一个伟大的生命庆祝活动，生命的所有变化都是无尽的。其实你的童年很艰难，有很多痛苦的经历。你是如何保持这种童心和美感的？我是这样想的，每一个工作有它的一种规则性，但是艺术没有，艺术应该是自由发展的。那我的艺术呢，大部分是装置，装置是用各种各样的材料，还有很大一部分我是用现成品材料去做的。所以我对材料的，我可以自豪地说我对材料比较敏感，所以我对很多材料有反应，我甚至可以说这个材料让我感觉它是阴性的或者是阳性的。这种感觉帮助我在做艺术的时候找到了那个材料本身的精气神。中国人说精气神，人有精气神，我认为材料也有精气神。所以我在做这个装置这种材料艺术的时候，相对的就比较自由。那么说到童年，我觉得
每个人都有不同的经历，我也有过童年中一些不是很愉快的经历，但是我始终觉得就是最重要的是你要相信人心，就是人的心都是向善的，都是希望越来越好的，无论在任何时候，不管是在中国的过去历史中的不太平静的时候，还是比如说在二战时候，人每一个人他自己的这种心性天性是善良的，这是我始终这样认为，就是说我经历过很多不好的事情，但是这种对人心向善的这种感觉我是没有改变的。你很喜欢用自然纤维和干花把它们织成衣服，这些织品看起来就像仙女的衣服，没有重量，几乎是另一个世界的美丽。对我来说，这些作品具有一种启示，它们启示了这些面料的内在美丽。你对这些面料的迷恋是从哪里来的？这是对美的迷恋，确实这是对美的迷恋。这一部分作品是非常唯美的，在我的作品中最唯美的一部分作品。这些作品呢，大部分基本它们的材料是麻的纤维，有少部分里面有丝的，或者其他的纤维。这个纤维材料呢，是经过日晒雨淋，然后用手把它们撕成一丝一丝的，然后再把这个一丝一丝的材料做成粘成一片一片的，就是您所说的面料，做衣服的时候的面料。但是这个面料是手工的，人一丝一丝的把它粘成的面料，所以这个是很大很大的工作量。然后我又用这种面料把它就是缝成或者是衣服或者是枕头被子各种形式的作品。这个工作是非常非常繁复，非常细腻，也是非常女性化的一种工作方式。就是您后面谈到女性主义的，我认为这些作品都是女性主义的。然后这部分作品的这个工作方式本身也是很女性化的，手工化的，然后虽然很累，但是这部分作品做的时候人感觉非常优美，很安静，很优雅，是很舒缓的，让人释放的一种工作方式。你刚才谈到了你用自然纤维创作的作品，我想到了你童年的一个故事，你是如何第一次感受到艺术是一种爱的表现，你能告诉我们，为什么艺术对你来说是一种爱的表达？是的，我想您指的是我的小书中写的那个故事，就是妈妈做的布拉吉和我的红领巾。这个故事是一个真实的故事。我们小的时候，我是50年代生的人，那个时候几乎还看不到缝纫机，所以家家户户的衣服都是有一个女人，一般是妈妈奶奶，他们会用手缝。那我们家有6个人，我每天都看到我妈妈下班以后还会去缝一些衣服，然后给我缝漂亮的裙子。我觉得对她来说，给我缝裙子是一个艺术创作，对我来说看她缝我的裙子是一个艺术欣赏。所以那个是我小时候很深的印象，给了我非常多的快乐。所以这种衣服的制作在她是像做一件作品一样，这种美好呢，但是他又不是做一件作品，他是给自己的女儿缝一件衣服，所以他无疑是带着一种爱心去缝的。所以我从小把这个艺术和爱
是看作在一起的一个东西。当然后来因为我的爸爸妈妈他们都工作在文化部，所以他们有很多机会，就是周末的时候带我去看一些演出，可能我看了比别的孩子多得多的演出，几乎是每个周末去看。所以我也看过昆曲，我也看过俄罗斯在中国的那个天鹅湖、黑天鹅，这些对我后来做艺术都是有很大的影响。虽然那些不是画展，那时候很少有画展，几乎没有画展，但是这种音乐、舞蹈、中国古典的这种京剧，我都认为那是我艺术的起源。你曾经说过你在艺术中找到了自己的自由，你能具体解释一下吗？我想就是艺术的特点，因为我做过好多其他的工作，我也是一直在公司工作过，做过自己做过生意，一直到了将近40岁39岁才开始做艺术。你做其他任何行业的时候，你要遵循他们的规则，每一件事情都有他自己的规则。但是做艺术的时候，我感觉我可以不去遵循什么人告诉我的规则，因为本来我也没有上艺术院校，我就由着自己的心去做，我觉得他怎么样做更好，我就怎么样去做。所以我觉得艺术给我的是真正的自由。你游历过整个世界，而且在维也纳也生活了好多年，你能说一下你在国外的经历吗？作为一个人和一个艺术家，你与外国的接触在多大程度上丰富了和改变了你？这个课题太大了，这个差不多是十日谈不完的一个课题。但是这个是确实是这样的。因为我以前的先生是奥地利人，所以我们在维也纳住过好多年。这种经历对我做艺术确实是有很大的影响。因为维也纳那个城市你们也知道，就是世界各国的艺术演出展览很多很多都会经过维也纳，所以我在那儿又看到了很多很多的艺术。另外那个城市我也是非常非常喜爱的一个城市，它是一个有音乐的城市，维也纳的咖啡，维也纳的森林，还有贝多芬，还有一个艺术家叫 Hundertwasser， 中文好像他的名字叫白水，维也纳的青年艺术画派，很多很多东西，甚至早期的行为艺术，这些是丰富了我的生活中的很多以前在中国没有看到的东西，包括弗洛伊德的理论，弗洛伊德是奥地利人，还有很多女性主义的艺术家，这个维也纳的女性主义艺术也是很发达的，奥地利的女性主义艺术也是很发达的，所以所有这些到后来我做艺术都是对我有影响的。但是那个城市它非常美，可是它跟人还是有一定的距离，它有一种自己的一种气氛，所以我到现在还是很怀念它。尽管你有丰富的国外经历，但你还是觉得自己是一个身具有中国特色的艺术家，为什么会这样？这个东西我感觉像就是如果是一棵草，它是北海道的一个花，它在中国在北京的土地上就不能开花。这个我试验过，我在我的花园里种北海道的花，它们就不开花。所以我觉得我的艺术
艺术这个东西它是扎根在一个土壤里的，它不是一代人这样形成的，是很多代一代一代的这种文化传承，所以它不会在很短的时间内，它反映出来的是我的那甚至潜意识里头的这种文化的东西，所以它需要一种有根。有没有女性艺术？你认为你的艺术是女性的吗？是的，是的。特别是我的那个纤维作品这一部分，就是我们刚才说到这些衣服，它是不管是从材料还是从工作方式上都是女性的。从材料上说，那一部分作品用的是麻。麻这个材料本身它就很有东方的这种特点，就是东方女性她比较既柔和又很坚韧，她不是很锋利，但是她是很耐劳，吃苦耐劳的这种特性。然后呢，这个材料呢又是它可以像头发一样不会消失掉的，所以这个衣服的作品，如果有一天这个衣服当中加的这些花呀、草啊，消失了，没有了，这个麻的纤维它始终都存在，它不可能消失掉。这部分作品，工作方式上也无疑是女性主义的。那么，这部分作品我也不仅仅是做了衣服，还做了一些东西，比如人睡觉的被子，只是很像是被子、枕头，用的碗，这些东西都是好像离我们生活很近，因为很多是女性的衣服，她们离我们的生活非常非常近，你看到她你就感觉到她的那种温暖啊，那种柔和啊，都是女性的感觉。当然后来很多其他作品是用材料做的装置，这些材料的选择我也很多是选择了女性材料，再有一部分是我自己用过的生活中用过的材料，所以他们也是女性化的。有的人觉得整个东方艺术的传统本质就是女性的，你同意吗？在某一个方面说我也同意，因为你看过去在没有明确的学院教育的艺术之前，很多女人她们会用艺术的方式做鞋子、做帽子、做小孩子的衣服、绣花，这些都是女性方式。我自己个人认为艺术不一定是商业社会的，它是原始的艺术，最早产生的时候它是一种人的一种自发的行为，就好像人在岩石上画画那样，它就是一个感觉，它想画它就画了。就像女人她做衣服的时候，她有一个感觉，她想做成什么样她就做了。这种是最原发的艺术，这种常常是出自于女人之手。你怎么看待商业性的艺术市场？你是用远观的角度来看艺术时尚，还是我的猜想错了？你猜对了。其实我不太懂商业，所以我也不太懂这个艺术品的销售。我觉得我很喜欢的东西我会愿意把它留下，但是卖作品的画廊他们会要喜欢把他们喜欢的东西卖掉，这个是我始终不是特别理解的事情。但是这个我觉得我也不用理解，跟我没有必然的关系。就是有一些人他们做的是比较纯的艺术，有一些人他们做的是衍生的或者是设计的这些东西，我觉得这都没有关系。2007年你得了重病，2008年你搬到了宋庄艺术区，
那场病是否意味着你生命的转折点？可以这样说吧，我得的是乳腺癌。07年以前，我的工作室在798，798艺术区，那个是经历了中国当代艺术最波折刚起步的那几年。当时798的状态也是非常非常不稳定，因为每天有人在说可能要拆掉，可能不拆掉，后天又说要拆掉，又说不拆掉，然后又说要涨房租，要重新改建，所以那个时期是特别特别的不安定。我是比较敏感的，我作为一个比较敏感的艺术家，我就那段时间有时候非常非常兴奋，有时候非常非常不安，所以后来就生病了。然后08年搬到宋庄，这个是我今生大的一个幸运，就是一个很好的机会，我在宋庄得到这块地，可以在这儿盖这个这么大的一个工作室，这是完全是一个很巧的一个巧合吧。但是这个给了我的装置很大的空间。所以在那个病了之后，我基本是退出了商业市场。但是我觉得这个对我的艺术不一定是坏的事情。因为我在家养病，我做了大量大量的作品，而且是非商业的作品。那个是我的幸运。而且因为搬到宋庄，这个是在农村的地方，我认识了土地，因为我是在城市里长大的孩子，我认识了土地，我认识了建筑，我认识了很多植物。这个生活就是用中国人的话说，就是接地气的，所以我觉得我是幸运的。在文学领域中，有的作家写的是外面的世界，有的作家其实只写自己。你基本上是一个自我满足的隐士吗？因为在你的艺术里好像没有成人，只有娃娃、动物、植物等等，所以你身边不需要别人，只需要大自然、动物和植物吗？也不是不需要，我有很多朋友，也有很多年轻的朋友，我通过他们认识年轻人的世界。但是你可能说的是我那本书基本写的是我的猫、我的狗、我的作品、我在路上旅行遇到的动物。所以这个是这一部分是我的生活中很大的一个部分。因为我觉得人们有时候忽略了很多东西，其实这个就不是地球村吗？我们其实是和动物植物一起生活的，但是人类比较自高自大，所以他们往往就以为自己比所有的动物都强，但是很多动物他们天生的那种感觉其实比人强。人已经在这种工业化的社会中把很多感觉磨没掉了。包括植物本身也有它的感觉，它的语言，只不过就是我们不懂。陈老师，很感谢你给我这些答案，这些解释，我想会给我们很多的启示，谢谢。不客气，谢谢你，谢谢马老师，我很高兴和您谈话。OK. Ja, das war das Gespräch zwischen Frau Chen und Herrn Dr. Hermann. Und wir hoffen, dass Sie das jetzt, dass Sie schon viele interessante Fragen während des kleinen Stückes sozusagen sich ausdenken konnten.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Frau Chen direkt selbst zu fragen. Und wir übersetzen es dann natürlich ins Chinesische. Hat denn jemand eine Frage? Sarah. Darf ich mal den Anfang machen? Ah, ja. Okay. Grüß dich. Irgendjemand muss ja. Genau, ich versuche es mal in beiden Sprachen und gegebenenfalls damit. Okay. Also ich fand ganz interessant, ja, am Anfang auch die Diskussion um sozusagen diese kindliche Wahrnehmung der Welt als eine künstlerische Art und Weise der Welt wieder zu begegnen, und hatte mich gefragt, wie weit das auch mit dieser Nutzung von allen möglichen Arten von Material zusammenhängt, dass man Kinder nehmen ja auch die Welt nicht nur mit den Augen wahr, sondern mit allen möglichen Sinnen, und ob diese, also wie weit auch diese Werke dann eine Art Dialog zwischen den verschiedenen Sinneswahrnehmungen schaffen. Das war so ein bisschen mein Eindruck, mein erster Eindruck von den Werken. Sie hat dann gesagt, ich habe ein bisschen 他们也不用只用眼睛，探索世界，是不是？他们总是用全体，所以我觉得你的作品好像建立世界和其他的知觉的对话，是不是？实际上是的，是这样的，因为我做的装置是用各种材料，各种可能到手的材料做的，所以很多时候每件作品会做了很长时间，因为一段时间就没有合适的材料了，就放下，然后拿起另外一件，所以其实可以说是手边有什么材料就用什么材料。然后我的朋友有一个开玩笑说我是捡破烂的，就是你捡各种 各样的剩余材料，然后把它们存在那儿，然后需要的时候拿出来用。 So Bernhard oder du oder ich so, so, wenn du es gerade schon verrat hast. 我还有一个问题，等一下，等一下，稍等，你把它翻译一下。听到我说话吗？你等一下，那个小旭，你等一下，别让他先给他翻译一下。先把刚刚的回答翻译一下，因为这里很多不像你那么懂。老师，还是麻烦您先。那我先来翻。Ja, Frau Chen hat geantwortet, meint, ja, es ist so, nämlich, sie sammelt überall verschiedene Materialien und sie macht ein Stück lange Zeit. Wenn es nicht passende Materialien gibt, dann würde sie das lassen, und dann beginnt sie mit einem anderen Kunststück. Und manche Freunde meinen, sie wäre eine der alle mögliche plump, ja, sagt man so, plump, sammelt und behalte das ja in Zuhause. Und wenn sie an ein Kunststück denkt, dann könnte sie aus diesem ja alle möglichen Material für alle andere wahrscheinlich Müll ja wäre, und dann sucht sie oder findet sie ein geeignetes Material für ein Kunststück? Ist so die Frage beantwortet? Ja, okay. Xiaoxu, du sagst auf Deutsch und Chinesisch, ne? Ich sage zuerst Chinesisch. Chen老师, hallo. Ich sehe, 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 ich sehe,
你是就是你刚才也说了一点，但是还是不是很清楚，就是说你是先有一个心里有一个创作的一个怎么说，有一个模型或者有一个什么，有一个理念，有一个东西，有一个项目，然后你就才去找那个，就是你想就是相应的材料，还是说你有了一些材料，然后你就在想我把这些材料做成一个什么项目？你这个过程，这个创作的过程是从哪到哪的？你能说一下吗？老爱吃鸡腿。啊。meine Frage ist so, ich möchte gerne verstehen, wie Frau Chen bei dieser Kreation, wie die Prozedur oder wie das Prozess anfängt. Also man hatte zuerst eine Idee von einem Projekt und dann sammelt man dafür das Material. Oder umgekehrt, dass man erstmal mit vielem Material, wie sie gesagt hat, dass sie immer so sammelt und dann guckt sie in diese Material ein und dann denkt sie, oh, da, mit diesem Material mache ich das so davon ein Projekt. Dieser Vorgang, das hätte ich gerne zu verstehen. Ja. Dankeschön. 啊，你好，基本上这个是要成两种作品，像那个纤维的作品，一般就是直接就先做一个 pattern， 就是这个服装的样子，然后就用这个麻的材料开始做，然后它中间加进去了花啊，还有一些。纸其他的材料，这都是即兴的，这个材料比较单一，所以就比这方面比较简单，但是另外一些装置，那就没准了，有的时候是，有了想法，然后，去做，有的时候是有了材料，然后去做。So, Frau Chen meinte, es sind unterschiedliche Prozedur oder Prozess, nämlich zum Beispiel bei Han-Kleidung, ne, bei diesen Hanfkleidungen, da hat man, ja, das ist ein ziemlich einziges Material, nämlich nicht viele Material. Und wenn man ein paar Blumen und so weiter Pflanzen einflechtet, dann ja, kann man auch ja, spontan machen. Aber bei anderen Installationen kann auch unterschiedliche Art sein, nämlich manchmal hat man Materialien und dann hat man eine Idee, aus diesen Materialien ein Kunststück zu machen. Andererseits könnte auch sein, dass man ja, zuerst eine Idee hat und dann sucht man Materialien, um diese Idee zu verwirklichen. Ich hätte auch eine Frage. Bitte. Ja, bitte. Jetzt haben wir den Film gesehen, haben das Interview, aber mich interessiert, ob Sie planen oder weiß man, ob die Installationen auch mal hier zu sehen werden, auch eine Ausstellung geplant ist. Da hätten wir jetzt Lust, das zu sehen. 那个陈老师他刚刚就说，我们现在看的电影，不是看了个视频，然后看了你们的对话，看你，但是不知道有没有这个计划，也在这儿做一个展览，我们就会很有兴趣来看这个展览。这可能，ich glaube, Frau Chen hätte schon Lust, eine Ausstellung zu machen. die Frage ist, zum Beispiel die Pandemie. Ja. Im Moment nicht, aber man könnte in die Zukunft, das ist kompliziert, sowieso das alles zu organisieren. Aber wir haben schon chinesische Kunst hier in Riegel.
ja. bei Messmer. Ja. So kleine Ausstellung könnte vielleicht wäre möglich hier ja. irgendwo in unserer Region, wo ja. wir sehr weiter ist schwierig zu kommen. Ja, aber vielleicht haben, wäre doch möglich. Ja, wir würden das mit der Zeit planen. Wir haben eigentlich auch mit Frau Chen schon gesprochen, dass sie ihre Kleidungsstücke, ne, diese Hand, die Kleidungsstücke, ja, die Kleidungsstücke. Von Foto. Ja, mit ja. guten Fotos. Foto ist auch schön, so ja, eine Fotoausstellung. Ja, das ja, wäre ja. der Anfang. Ja, unser Institut würde sich Mühe geben, um diese Ausstellungen zu verwirklichen. Ich hätte danke mir sehr gewünscht. Ja, danke aber schön. Nicht bitte zum nächsten Jubiläum, ein bisschen früher. Vielen Dank. Chen 老师就是刚才就问这个能不能展览事情，我就说现在不是有疫情啊或什么的，但是我们也谈过说是不是展出您的照片，您的这个印刷品啊什么的，这个反正我们下一步再考虑。他是很希望有这样的展览。好的，好的，我也很期待。嗯 ，Ja, ich möchte auch sehr gerne, bei Ihnen.Ja, und meine Kunststücke ausstellen. Ja, das ja, ist ja prima. Das, ja, na, das, das besteht die Hoffnung. Ja, das gibt uns Hoffnung. Danke. Danke. Britta Baumann, ich würde auch gerne eine Frage stellen, kann mich aber leider nicht selber ins Chinesische übersetzen. In dem Gespräch kam ja raus, dass für Sie ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es eine weibliche Kunst ist, die auch in einer gewissen Traditionslinie steht zu weiblichen Alltagskunst, Kunsthandwerk, würde man im Deutschen vielleicht auch sagen, traditionellem Nähen und Sticken. Und am Schluss des Gesprächs kam auch, wurde stark, seitdem Sie auf dem Land in diesem Künstlerdorf wohnen, sozusagen auch nochmal die Auseinandersetzung mit Natur und das Verhältnis Natur und Menschen. Für mich wäre jetzt die Frage, ob für Sie auch so Stichworte wie Ökologie oder Nachhaltigkeit, gerade auch in der Verwendung der Materialien, der natürlichen, für Sie ein wichtiger Aspekt Ihres künstlerischen Schaffens ist. 嗯，陈老师，就是这位宝马女士，还是我们是文化部的，就是文化局的，跟我们孔院联系也很多。就是她的问题，就是说，你刚刚不是说了女性的作品和日常的，生活是有很深刻的关系，或者说很久远的联系的。然后她想，就是这个弗莱堡，比如说也有这个人与自然这个博物馆。就是对这个事情，就是说你有没有在这方面去考虑，就是这个自然和对自然的这你在这个材料这方面有没有跟这个为就是保护自然啊这个这方面的想法有没有这方面的想法就在材料，比如说你说我觉得你刚刚讲那个收集垃圾或者是什么，就是在这个人与自然的这个关系上。就是跟你的这个材料的这个选择有没有一定的联系？是有的。其实我自己就是觉得我就是一个自然主义者。我说的这个自然不是完全的自然材料，但是就是我们身边的材料。它被哪怕是一个塑料的制品，它被我们所使用了，然后使用之后，如果我能够把它在做在我的作品里，那它的作用就被延伸了。实际上，像我的那个纤维作品，它是纯自然的，完全是自然的材料。像我的这个装置作品呢，它就是在我们生活中，用过的，我自己个人用过的物品，或者各种，使用过的，或者是旧的这种，老的木器什么这些的，这些东西都用的很多，很多是也有很多是一些古董的材料。OK， 宝晨 meint ja, ich bin auch so eine, wie sagt man, ist das Naturalist-Listing oder wie sagt man so einfach für Schutz der Natur und bei meinen Materialien sind nicht nur reine aus Natur, zum Beispiel Hanf und so weiter, sondern auch viele eigene Müll. So zum Beispiel, was ich gebaut habe oder was andere
Gebrauch habe ich gesammelt. Und zum Beispiel Plastik, ein Plastikstück, wenn man das gebraucht und weggeworfen hat, und dann, wenn ich das gesammelt und dann zu einem Kunststück gemacht habe, dann wird diese Plastikmaterial noch weiter gebraucht und weiter ihre weitere Nutzung wird auch entdeckt. Und ja, das war viele alte Dinge, viele gebrauchte Dinge wird bei mir wieder benutzt und zu Kunst gemacht. Gut. Ja. Ich würde gerne auch noch eine Frage stellen, und aber vorher herzlichen Dank an Frau Jen für ihre Ausführungen und auch an Herrn Dr. Herrmann für diese doch sehr interessanten und einfühlsamen Fragen. Und Frau Jen sagte, dass sie spüren kann, ob ein Stoff weiblich oder männlich ist und ob sie das vielleicht noch mal ein bisschen erklären kann oder was sie damit meint oder wie sie das fühlt oder welche Attribute sie damit auch dann verbindet. Danke. Das ist Frau Kaiser ist auch vom China Forum, nämlich, Frau Kaiser, 就 Kaiser， 你 Frau Kaiser， 你懂哎，对吧？这个就是 Frau Kaiser， 就是 Kaiser 女士，她是中国我们弗莱堡中国论坛的主席，然后她也跟我们合作进行这个项目。她刚问你，就是你刚刚谈到这个，你可以感觉到女性的材，这个材料是女性的，还是就是还是是阴性的还是阳性的吧？我们讲，然后他想能不能进一步，说明，你是怎么，你是你这种感觉，是怎么回事 ？Yeah, Frau Kaiser, meinen Sie, wie dieses Gefühl ist, oder? Also, sie hat das, wenn ich das richtig erinnere, hat sie das gesagt. Sie kann fühlen, ja, ob weiblich oder männlich ist. Also, ja, hat in Erinnerung vielleicht ist. Und das finde ich interessant. Also, ich kann mir jetzt denken, so die üblichen Vorstellungen, was ist jetzt männlich, was ist jetzt weiblich, aber vielleicht meint sie das gar nicht so, also dass weich weiblich ist, hart ist männlich, aber das stimmt ja in der Realität oft auch gar nicht, also das, weil sie so viele, finde ich, sehr tiefgehende Gedanken uns geäußert hat, würde es mich einfach interessieren, was sie damit verbindet. Weil, mm-hmm. 就是陈老师，你是你说你能感觉到这个是女性的还是阴性的还是阳性的材料？然后你是考是怎么考虑这个？比如说阴性的还是阳性的？比如我们一般来觉得这个是柔软的，就是女性的这个硬的，就是男性的。但是您到底是怎么看的这个问题？这个其实涉及了一个阴阳的概念。这个概念呢，阴阳这两个东西实际上也是可以转换的，但是一般的来说，就是柔软的，女性使用更多的，这些材料是女性化的，一些比较强硬的，比较男性使用更多的，这是男性化的材料，这个是。哎呀，一句话两句话说不清楚。比如说我使用了有一件作品，我使用了很多我的这个化妆品或者装过化妆品的瓶子，还有另外一件作品呢，使用了比如说武器，就是当然是小孩子玩的武器了，但是这个武器他们在一起发生了一种冲突性的一种动作，这个就是男性化的。So, ja, das betrifft alte chinesische Begriffe Yin und Yang und ja, die können ineinander oder zueinander wandern. Das ist nicht so festgelegt und normalerweise sagt man die sanfte oder die weiche Dinge sind weiblich und harte und feste Dinge sind männlich.
Bei mir zum Beispiel, ich nenne ein Beispiel, weil das nicht mit einem oder zwei Wörter oder Sätze auszudrücken ist. Zum Beispiel, ich habe auch ein Kunststück aus meinem Kosmetik, was ich gebrauchte Kosmetik oder die Flaschen, die vorher ich in mein Kosmetik war und dann zu einem Kunststück gemacht und dann habe ich auch ein Kunststück mit Spielzeug, Waffen, zum Beispiel Pistole und so weiter von Kindern gemacht, dass da gibt es Konflikte, Zusammenstöße und wird dargestellt, wieder ausgedrückt, sowas. Frau Kaiser, wenn das noch nicht zufriedenstellt, kannst du noch weiter fragen. Ich würde etwas dazu sagen. Ich denke, das ist auch was vorhin Frau Chen sagte. Sagte, dass ihre Wurzel in China ist. Das bezieht wirklich, oder das, da kann man nur als Chinesin kann man besser nachvollziehen oder verstehen, weil in chinesischer Kultur gibt es diese Yin und Yang und auch nicht nur Material gibt es Yin und Yang und auch das ganz viele natürliche Sachen, also Essen, Gemüse und Obst und so weiter, die haben auch solche Charakter, so wie heißt oder kalt oder neutral und so weiter. Also das ist in dieser chinesischen traditionellen Medizin auch immer, weißt du, das kennt jeder in China, aber das ist in Deutschland das ist wirklich sehr, sehr schwer zu erklären und auch zu verstehen und schon gar nicht nachvollziehen. Also das wollte ich sagen. Danke schön, Xiao Xi. 陈老师，我翻译一下这个沈小旭的，就是这个是我的一个柏林的一个朋友，他说，他作为中国很理解你说的这中国人啊，很理解你的这个说法，可能作为德国人不是特别容易理解，因为中国人的在这个中医啊，还有日常的一些概念中间就有阴阳啊。 这个火气啊，这个寒，还有这个暖啊，这些东西，可能跟这些东西都是联系在一起的，但是比较难以讲清楚吧。OK，这也就是为什么你说，你的那个根在中国，我就是想解释这个啊。Das Wort， 对不起啊，那我现在要把你这个话翻成德文了，是吧？我经常会搞乱。Frau Schenwagner hat noch gesagt, deshalb sagte Frau Chen, warum sie ihre Wurzel in China hat. Nämlich diese Wurzelreaktion oder und so weiter spiegelt auch in verschiedenen Dingen wieder. So. Ich wollte auch noch gerne was sagen. Ja. Was mir gut gefallen hat, ist diese Verbindung von Kunst und Liebe, wenn sie davon spricht, dass sie bei ihrer Mutter saß und gesehen hat, wie die Mutter genäht hat, dass es eben mit Liebe zu tun hat und sie das aufnimmt. Das wird ja auch an ihren Kleidern sehr eindrücklich. Wobei diese Kleider mich erinnert haben an die Kunstwerke von Anselm Kiefer, der ja gerade diese Kleidchen einbaut in ganz in große monumentale Werke, die auch mit Blei sind und schwer sind. Aber für ihn ist es eben eine politische Kunst und für ihn ist es ein Ausdruck von des Holocaust und ist verbunden mit dem Schmerz und einer ganzen Generation. Also bei ihr ist es was völlig anderes. Das hatte mir gut gefallen und natürlich ist es eine sehr weibliche Kunst, weil sie gerade auch
zurückgeht, also dieses Aufdröseln zurück bis zum einzelnen Faden und das wieder neu zusammensetzen, das leuchtet mir sehr ein als weibliche Kunst. Bei uns ist es eben leider, wäre es dann eher im Handwerk. Man würde sagen, das ist, hat mit Nähkunst und so weiter zu tun. Und meine Frage wäre dann auch, wer interessiert sich für die Kunst? In welchen Museen ist es zum Beispiel? Wer kauft diese weibliche Kunst? Oder ja, wer interessiert sich dafür? 现在陈老师刚刚是Rick，他是我们下一个对话的对话者，是出版戏剧作品的，就是他说你刚刚说的就是这个艺术和爱的这个联系，他觉得非常令他感兴趣，然后比如说你说你母亲小时候给你做衣服，然后表达的是一种爱。 然后他说他也想到那个基佛，就是一个德国很著名的一个艺术家，中文他的翻译是什么？就是他确实是在德国，现在可能是最著名的艺术，叫什么？基佛。基佛，对对对，他叫基佛，基佛对，是那个单人旁的那个佛，就是翻译的，我想起来，就是他的，他喜欢，他也是做Instalation做的很，做那个装置。 品做的很多，然后很多都是他那一代人的记忆，就是讲战争啊，讲这个集中营啊，然后他说，但是在你这儿，他就能够明显的感觉到你这个是女性的艺术，就像这些控，然后这些艺术，就包括你那一针一线的做出来，他想问的问题是，你这个女性的艺术是哪些人感兴趣？比如说在哪些人会买啊？ 哪些地方会展览啊？这些问题，这些东西就是，这些纤维的作品，就是麻的作品，卖的比较多。但是，确实是很多人收藏家他们来看了以后，会说，哎呦，我要带我的夫人来看一看。然后，如果我的夫人喜欢，我就买。 这部分作品的女性收藏家明显的多于男性，然后另外一部分装置作品我是卖的很少，因为我觉得它不是特别适于在家庭里头，摆放，比较适合是博物馆，所以几次展览都是在博物馆的这种地方，所以不涉及一个。 买卖的问题，宝成嘛，你先翻译。那当然了，你等等啊，宝成嘛 ，das wirklich diese Hanf, Kleidung dieser Kunst, diese Werke werden häufig verkauft, vor allem diese, ja, die Käufer, die sagen oft ja, ich muss meine Frau holen und ja, wenn es ihr gefällt, ja, dann kaufe ich, ja, und dann werden viel von solche weibliche eigentlich Käufer gekauft und andere Installationen werden meistens ausgestellt und nicht verkauft. Sie findet das auch nicht besonders geeignet für zu Hause, für irgendwie bei jemandem zu Hause aus, zu hängen oder zu stellen. So werden sie meistens nicht verkauft, sondern nur ausgestellt. Xiaoxu. 我就想问一下那个，他就是他第一个，就刚才在那个短片里头，他在那个就第一个作品，就是在维也纳展出的那个，在网上能不能看得清楚一点？我没看清楚。是在维也纳展出的，那个Bernhard，Bernhard，kannst du das noch mal kurz zeigen？ Ja，das kurze Anfangsvideo，ne？
Ja, ja, also man muss jetzt nicht zeigen. Ich wollte nur nachher, ich wollte nur wissen, ob man im Internet oder irgendwo das nochmal sehen kann. Und zwar ein bisschen deutlicher. Das war nur ein ganz kurzer Moment und dann weg und hat. Ja, ja, das ist bei diesem Video wirklich der Nachteil, dass man ja, das ganz, gar keine Zeit zu schauen. Du bist noch Chinesin. Ja. Für dich ist es einfacher als zum Beispiel Deutsche, weil sie zuerst die Übersetzung lesen müssen. Und auch diese Untertitel war sehr, sehr undeutlich und zu klein und manchmal fehlt auch. Deswegen, ja, ich würde vielleicht nächstes Mal ein bisschen verbessern an eurer Stelle. Gut, danke für den Vorschlag oder für die Kritik. Also ich würde aber das vielleicht gerade nochmal aufnehmen, aber ich fand, das hat doch ein sehr gut auch die Stimmung also rübergebracht, finde ich, dieses einführende Video, was es Frau Chen, also so denke ich, um was es ihr geht, also und ich gerade, es war für mich eigentlich sehr stimmungsvoll und konnte mich da eigentlich sehr gut vorbereitet, fühlte mich sehr gut vorbereitet dann auch auf das Gespräch und vielleicht, ich würde gerade das Bild von, wenn ich darf, von Frau Hoffmann-Paul nochmal übernehmen mit dem der Mutter zusehen, wie sie näht. Also ich bin mehr oder weniger derselbe Jahrgang wie Frau Chen und das hat mich, als sie das geschildert hat, das hat mich sofort in meine Kindheit versetzt, wie ich in den 50er Jahren meiner Mutter, allerdings an der Nähmaschine, muss ich dann sagen, oder zugeguckt habe und wie sie für uns Kleider genäht hat. Und das war, finde ich, einfach über, ich bin in Deutschland aufgewachsen, sie in China aufgewachsen, aber das hat so eine emotionale Verbindung einfach geschaffen. Und das hat mir an vielen Stellen bei diesem Gespräch jetzt eigentlich sehr gut gefallen. Das wollte ich nochmal vielleicht gegen Ende jetzt auch zum Ausdruck bringen. Kaiser老师就说，因为刚刚小旭说的，就是前面那个短的那个。 视频有点太快了，底下的那个字也不是很清楚，下次我们可以改进。然后就是，凯子女士说这个视频还是给他们就是给观众或者是听众带来了很好的准备的这种气氛。然后她看到了你的工作状况，而且她就说，比如说刚刚就另外那位下一个。 Hoffmann女士，她下一次也对话的，她就说到的你这个爱的控艺术和爱的这个表达，这个对她来说也是非常感觉很深入的吧，因为她也虽然也是在虽然是在德国长大的，然后跟你的这个年代出生年代也比较接近，然后但是她在德国也体会到这种母爱，就是在做衣服啊这些东西其实是相通的。 跟德国人和中国人的这种是相通的，所以他还想再强调这一点，对他自己等于是也很受感动吧，就这意思。谢谢，谢谢。Vielen Dank. Okay. Ja. Bernhard, können wir wahrscheinlich wenn keine Fragen mehr stehen. Hätte noch eine Frage an den. Ah ja, bitte. Herrn Herrmann, waren Sie in Ihrem Atelier, waren Sie öfter da gewesen oder wo haben Sie die Kunstwerke gesehen? Herr Herrmann, ist er auch da, oder? Ist Herr Herrmann noch da? Er ist, ich gucke mal, ja, er müsste noch da sein. Kann man mich jetzt hören? Ja. Ja, jetzt, ja. Achso, Entschuldigung, ich hatte eben versehentlich meinen Ton ausgeschaltet. Ja. Ja, die Frage bringt mich jetzt ein bisschen in Verlegenheit. Nein, ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, mir die Kunst vor Ort anzuschauen. Ich habe Frau Chen eigentlich auch erst in Zeiten von Corona jetzt und im Zuge dieser Vorbereitung, ehrlich gesagt, kennengelernt. Ich habe mir jetzt auch, also mit der Hilfe von Frau Yin, viele Videos angeschaut. Das kann ich sagen. Also
insgesamt, ich weiß nicht, bestimmt eine Stunde Videomaterial. Von daher kenne ich die Werke schon ganz gut, behaupte ich mal. Aber Kunst ist natürlich immer etwas sehr Sinnliches und gerade die Kunst von Frau Chen, gerade diese natürlichen Fasern, diese Hanffasern sind ja unglaublich sinnlich. Also das würde ich schon gerne auch mal in Natura sehen, ja. 陈老师，我给你翻译一下啊，就是刚刚那个佛Hoffman，就Hoffman女士问的一个问题，因为她也要对话嘛，所以问那个海曼有没有去过你那个艺术馆，有没有看过参观过你的作品，然后海曼讲说。 这是马老师，我们就用他中文名字吧。马老师说他没有，可惜他是在这个，真的是我是，因为这个活动也是后来想起来的，然后要想找到，就像佛Hoffman，因为他是去过下面那位对话者那个工作室两次的参观过的，是比较熟悉，他到南京去过，所以要想找这样的是。 基本上是不可能的，包括下面一次我们第一个提问题的，兰达，萨嘎兰达女士，她也没有去过，就是下面那位油画家，就是发零后的画画的，她也没有去过，也没有看过，但是大家都是网上的资料吧，刚刚那个马老师说。 他也非常想，希望能够看到，特别是因为陈老师这个作品都非常感性，特别是比如说这个衣服啊、汉服啊什么的，是特别的感性。那么当然是作品还是需要你去亲身的感受，可能才能更好的。但他看了很多现场资料，这也是没有办法。所以非常感谢各位能够承担这个在没有接触。 实际接触这个艺术品的情况下，能够承担这个对话，而且提出了这么好的问题，给大家带来很多启示。谢谢。我也感谢大家。另外，我想在这儿说，希望这个疫情早一点过去。如果大家有机会到中国来旅行，我真诚的邀请大家来我的工作室参观。 Ich bedanke mich auch sehr und ich möchte hier sagen, wenn ich hoffe, dass die Pandemie schnell vorbei geht und wenn Sie nach China kommen, ich würde ganz herzlich Sie einladen zu mir, zu meinem Atelier und zu einer Besichtigung. Würde mich freuen. 好，我觉得这也是一个很好的结束语， oder? Ich finde, oder haben Sie noch Fragen? Ich finde, das war ein sehr, eine ganz passende Abschlusssatz. Dann bedanke ich mich nochmals für Ihre Anregung, für Ihre Teilnahme. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Vielleicht bis bald wieder. Wir weisen noch ganz kurz darauf hin, wir haben ja, es ist ja der Start unserer neuen Reihe. Ja, eben. Und wir haben ja den zweiten Vortrag, der ist dann am Dienstag, am 18. Mai mit dem Künstler Zhu Yingchun und der Frau Hoffmann, die ja auch hier heute dabei war. Also wenn Sie dann auch weiterhin noch Interesse an mehr Kunst haben, laden wir Sie herzlich ein, dort auch teilzunehmen. Genau. Ja. Schönen Dank. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Danke, dass Sie dabei waren. Und tschüss, bis bald wieder. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Danke.